Wir hatten bei den Erläuterungen zum Basisregister bereits gesehen, dass es möglich ist, scheinbar beliebig viele Programme zusammen mit ihren Daten im Hauptspeicher zu halten. Begrenzt ist dieses natürlich durch die tatsächliche Größe des vorhandenen Hauptspeichers. Lagert man also genügend viele Programme in den Hauptspeicher ein, so ist klar, dass irgendwann der noch verbleibende freie Teil des Hauptspeichers nicht mehr ausreicht, um noch ein weiteres Programm mit seinen Daten aufzunehmen. Möchte man einem Rechner aber entsprechend viel Arbeit übergeben, so besteht eine Lösung dieses Problems zum Beispiel darin, einzelne Prozesse zunächst auszulagern, um sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder in den Hauptspeicher einzulagern. Zunächst einmal trifft das Betriebssystem des Rechners eine Entscheidung, welcher Prozess auszulagern ist. Anschließend wird sowohl das Textsegment als auch das Datensegment dieses Prozesses in einen Hintergrundspeicher wie beispielsweise der Festplatte ausgelagert. Nun besteht wieder genügend Platz im Hauptspeicher, um einen weiteren neuen Prozess zu starten. Schreitet in der Folge die Abarbeitung der noch im Hauptspeicher befindlichen Prozesse fort, so werden diese irgendwann beendet sein und es steht wieder genügend freier Platz im Hauptspeicher zur Verfügung. Es kann also ein ausgelagerter Prozess von der Festplatte geholt und in den Arbeitsspeicher zurückgeschrieben werden. Dabei ist es durch Einsatz des Basisregisters sehr leicht zu realisieren, dass der Prozess nun an einer anderen Stelle im Hauptspeicher beginnt, als er ursprünglich gestanden hat.